Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute basteln wir nochmal was von Oggy und Kakerlaken und zwar das Häuschen von Jack. Jack kennt ihr, Jack ist die grüne Katze in der Serie und ich würde sagen, Block in die Hand und dann basteln wir Jacks Häuschen. Zuallererst brauchen wir wieder ein paar Blöcke und holen uns erstmal für den Start einfach mal ein paar glatte Sandsteinblöcke. Dann holen wir uns ein bisschen Akazienholzblöcke raus, davon nochmal die Treppen. Dann holen wir uns glatte Sandsteinstufen, polierte Andesitstufen, dann holen wir uns noch polierte Granitstufen raus. Ein bisschen rote Keramik brauchen wir heute, dann ein paar Steinstufen und geschnittene Steinstufen. Der Unterschied zwischen diesen Steinstufen ist einfach, dass wir hier immer noch solche Kanten haben und der andere, der ist halt komplett glatt. Ne? Das ist halt wie dieser Block hier von der Oberfläche. Bei den anderen haben wir halt immer noch hier dieses kleine Muster. Zuallererst geht es wie immer an unseren Grundriss ran. Dabei beginnen wir erstmal mit unserem glatten Stein. Ich fange hier einfach mal vorne an, setze mal einen Block hin, gehe gleich einen nach vorne weg. Dann gehen wir einmal zur Seite weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 12 Blöcke hier. Auf der anderen Seite gehen wir dann auch nochmal einen wieder nach hinten weg. So, jetzt biegen wir zur Seite ab. Wir können hier ruhig, würde ich mal sagen, so schräg davon einfach mal hingehen. Und ziehen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. Dann gehen wir einmal wieder nach hinten weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir hier eine 7er Fläche. Und dann wollen wir auch wieder nach innen einmal gehen und setzen da noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ran. Und dann haben wir hier wieder 6 Blöcke auf der Fläche, genauso wie wir es vorne haben. So, gleiches Spiel, wie wir angefangen haben. Auch hier gehen wir nochmal schräg zur Seite weg und setzen hier einfach 2 Blöcke hin. So, dann wollen wir eigentlich wieder rübergehen. Brauchen das natürlich jetzt nicht zählen. Wir können einfach nach vorne gucken, wie weit wir uns da das gezogen haben. Können das hier auch hinten so hinziehen und gehen hinten auch wieder einen Block, zack, so nach innen, ne, wie wir es vorne haben. Halt Synchronarbeit. So, dann wollen wir nochmal einmal zur Seite abbiegen. Nochmal schräg davon setzen wir einen Block hin. Das wollen wir natürlich auch einmal wieder lang setzen. Das heißt, da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Und wenn wir hier 7 Blöcke haben, geht es wieder einmal nach vorne weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Und wenn wir das haben, gehen wir einfach mal rüber hier, da wo wir angefangen haben. Und können davon schräg einfach so nach vorne weg nochmal 2 Blöcke hinsetzen. So, dazwischen sollten wir dann 5 Blöcke haben. Und wenn wir das haben, wollen wir jetzt unsere 3 Hausteile ein bisschen höher setzen. So, wir haben hier in der Mitte ein schönes großes Viereck. Das kommt auf 5 Blöcke hoch. Und die 2 Seitenteile, die wir haben, machen wir nur auf 4 Blöcke hoch. So, das wollen wir natürlich hier einmal ganz fix uns basteln. Haben wir denn die Wände hochgezogen, fliegen wir nochmal hin und gucken uns alles an. Wie gesagt, die Mitte schlagen wir auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke hoch und die 2 Seitenteile halt nur auf eine Höhe von 4 Blöcke. So, wenn wir das haben, gehen wir einmal auf die linke Seite. Das wird ja am Ende unsere Garage werden. Da schnappt euch mal eure glatten Steinstufen. Die können wir hier oben mal an der äußeren Ecke hier einfach mal zack eine Reihe platzieren. Mit der anderen Seite natürlich verbinden. Und dann können wir schon ein bisschen was machen. Und zwar unsere Garage reinbasteln, das Tor davon. Und zwar, dann nehmen wir einfach unsere Akazientreppen und könnt die hier einfach mal bis nach oben hinziehen. So, müssen wir natürlich auch treffen können. Und wenn wir schon mal unser Tor drin haben, würde ich sagen, beginnen wir jetzt, bevor wir mit den ganzen Fenstern und Eingängen beginnen, mit den, ja, mit dem Dach. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen was vorzeichnen. Schnappt euch mal euren glatten Stein. Wir beginnen nur in der Mitte uns da ein bisschen was vorzeichnen, obwohl bei der Garage können wir auch. Komm, wir fangen bei der Garage an, weil wir arbeiten uns dann einfach mal zur Seite weg. So, das heißt, hier fliegen wir einmal auf die Seite hin und lassen an der Seite einen Block frei, setzen eine Ebene rauf, also eine Ebene einfach mal rauf, dann lassen wir an den Seiten 2 Blöcke Platz, halt in der Mitte setzen wir noch einen Block hin. So, wenn wir das haben, machen wir dieses Maß auch nochmal in der Mitte. An den Seiten jeweils lassen wir einen Block frei, dann setzen wir uns eine Ebene rauf, lassen 2 Blöcke an den Seiten frei, wieder eine Ebene rauf, suchen die Mitte und fertig. Eigentlich nur eine Ebene höher, als jetzt hier unsere Garage ist. So, dieses Maß machen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite. Geht ja immer relativ fix, sich hier einfach mal diese 2 Ebenen zu basteln. Ja, und wenn wir das haben, bleiben wir natürlich auf der rechten Seite stehen. Und da können wir gleich unser Dach aufsetzen. Das heißt, schnappt euch mal eure polierten, ja, Andesit-Stufen. Ja, die können wir erstmal nehmen. Und da kann ich einfach sagen, dass wir die jetzt hier, einfach jetzt würde ich mal sagen, nicht genau jetzt hier an der vierten Ebene, sondern hier einen drüber. Also genau so eine Stufenebene über unserem Block setzen wir einfach hier unsere Andesit-Stufen hin. Die ganzen können wir hier einmal komplett ringsrum ziehen. Und wie bei allen Oggi-Häusern bauen wir hier natürlich ein kleines Pyramidendach. Wir beginnen dann erstmal mit unserer roten Keramik. Dann wieder hier zu unserer Stufe, dann wieder unseren Keramikblock und ganz oben unsere Stufe. Und dann können wir hier unsere Pyramide langziehen. Und das heißt natürlich, dass wir Ebene für Ebene immer hier einmal so ringsrum setzen. Wenn wir unser Dach dann hier drauf platziert haben, beginnen wir jetzt schon mit der Mitte.
Dabei schnappt ihr euch mal eure Anisit-Stufen. Die wollen wir uns natürlich einmal auf der Vorderseite wie die Rückseite einmal schon mal langziehen. Und wenn wir unsere Stufen platziert haben, geht es wieder weiter mit unseren Granitstufen wie unserer Keramik. Wir beginnen dann erstmal mit unseren Stufen. Dann kommt der rote Keramikblock und so geht das Maß eigentlich immer weiter, bis wir oben einfach mal ankommen. Und in der Mitte setzen wir einfach unsere Stufe hin. So gehen wir dann natürlich wieder einmal runter, ziehen das zur anderen Seite und können das dann auch einmal gleich überstehen lassen. Bei den Blöcken ist ganz klar, wie wir es überstehen lassen. Ne? Da setzen wir einfach unseren Block hin, ohne natürlich hier wieder unser Häuschen kaputt zu hauen, wie ich das immer mache. Ja, und bei den Stufen eigentlich auch relativ simpel. Natürlich die ziehen wir einmal vor und verdicken sie gleich, damit das Dach natürlich ein bisschen stabiler wirkt. Und wenn wir das denn soweit haben, können wir das dann natürlich zur anderen Seite ziehen, überstehen lassen und fertig ist dann die Mitte. Haben wir unser Dach dann fertig gezogen? In der Mitte sollte es am Ende dann erstmal so aussehen. Wenn wir natürlich beide Seiten noch überstehen gelassen haben, geht es jetzt weiter bei unserer Garage. Die wollen wir uns natürlich jetzt auch noch erstmal basteln. Da stammen wir wieder unsere Andesit-Stufen. Beginnen auch hier, wie auf der anderen Seite, dass wir die Stufen nicht genau an unserem vierten Block platzieren, sondern einen hier so ein bisschen drüber, so schräg davon. Können die natürlich einmal zu den Seiten ziehen. Das machen wir natürlich nicht nur vorne, sondern auch auf der Rückseite setzen wir uns die hin. Und dann geht es eigentlich gleich schon wieder mit unseren Stufen und Blöcken los, dass wir die halt hier wieder einmal platzieren. Natürlich hier immer schön in Wechsel setzen wir unsere Stufen wie Blöcke hin, können das dann wieder zum Dach ziehen und dann auch einfach überstehen lassen. Haben wir das Dach auch bei der Garage raufgesetzt, geht es jetzt drin, dass wir das nächste Stockwerk uns raufzeichnen. Natürlich bei unserem Hauptkomplex hier in der Mitte. Schnappt euch nochmal eure glatten Steinblöcke oder Sandsteinblöcke eher gesagt. Und zwar beginnen wir einfach hier auf der linken Seite, dass wir ab der zweiten Blockschicht vom Dach, das ist natürlich unsere Keramikschicht, die wir haben, loslegen. Ja, hier haben wir die erste, dann hier die zweite. So, an der Seite lassen wir einfach mal zwei Blöcke Platz und dann schlagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hier einfach mal weg. Ne? Wie gesagt, 6 Blöcke hier weghauen. Wenn wir das Ganze haben, können wir die dann auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke machen. Dabei zählen wir schon den untersten Block mit und setzen das Ganze auf 4. So, wenn wir das natürlich auf der Vorderseite haben, wollen wir es auf der Rückseite machen. Natürlich darauf achten, ab der zweiten Blockreihe, das wäre hier. Wir können natürlich schon mal vorne gucken, wie breit wir das haben. Dann brauchen wir hier die 6 Blöcke nicht mehr zählen. Schlagen natürlich dann hier einmal das in der Mitte einfach mal frei. Können dann natürlich dann hier einfach wieder unsere Sandsteinblöcke uns setzen. Natürlich auch an den Seiten immer hier zack, zack, zack. Dass wir, ups, auch hier wieder 4 Blöcke haben. Und dann können wir das eigentlich schon mit vorne verbinden. Und dann würde ich sagen, können wir auch gleich hier oben die letzte Ebene mit der Blockreihe versiegeln. Und wenn wir das dann alles so zugezogen haben, wollen wir auch hier unser Dach gleich raufsetzen. An den Seiten erhöhen wir das noch ein bisschen mit unseren Sandstein. Wir lassen an der Seite wieder einen Block Platz. Setzen hier eine Reihe rauf. Und dann in der Mitte, blub, noch einen weiteren Block. Ne, relativ fix. Geht auch hier das Ganze und dann wieder gleiches Spiel. Wir schnappen unsere Andesit-Stufen, sitzen die dann einfach hier unten, zack, oder gleich hier oben am ersten Block ganz oben einfach mal ran. Natürlich hier einmal auf der Vorderseite. Wie auf der Rückseite setzen wir einfach noch unsere Stufen hin. Können natürlich das Ganze schon gleich überstehen lassen. Und auch hier wieder einfach das gleiche Spiel mit unseren Blöcken wie Stufen. Deswegen die noch einmal drauf platzieren und dann auch einfach überstehen lassen. Nachdem wir dann natürlich auch oben unser Dach einmal drauf platziert haben, sollte es erstmal so aussehen. Und was fällt dir auf? Wir haben oben schon was freigelassen für unsere Fenster. Und damit wollen wir jetzt beginnen. Wir fangen wieder auf der Vorderseite an. Da schlagen wir natürlich jetzt alles frei, ne? Das heißt, wir beginnen hier an der Seite, lassen unten eine Blockreihe Platz, an der Seite ein und dann schlagen wir uns hier ein 2 mal 3 großes Fenster rein. Jetzt gehen wir weiter, lassen eine Blockreihe Platz, schlagen dann ganz unten schon mal 2 Blöcke weg. Und das Ganze würde ich mal sagen, machen wir auf eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4 Blöcke. So, das würde dann am Ende unsere Tür werden. Wir gehen wieder weiter. Eine Reihe Platz lassen, dann wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke weg von der Breite und 3 hoch. Dann ist das nächste Fenster. Wir gehen wieder weiter. Und jetzt fangen wir jetzt hier bei unserer rechten Seite an. Wir lassen an der Seite wie unten natürlich eine Reihe Platz oder lassen sie da, schlagen dann hier 4 Blöcke weg und das Ganze, würde ich mal sagen, machen wir auf eine Höhe von, ja, machen wir auch auf 3 Blöcke hoch. So, dann geht es wieder weiter. Wir biegen mal zur Seite ab. Wir lassen jetzt auf der Vorderseite 3 Blöcke Platz, schlagen 2 Blöcke weg und sollten hier noch 2 haben. Dieses Fenster machen wir auch auf eine 3er Höhe insgesamt, biegen wieder auf die Rückseite ab. Wir lassen jetzt hier, würde ich mal sagen, 2 Blöcke Platz, dann schlagen wir mal 2 weg, sodass wir hier noch 2 Blöcke haben. So, das machen wir auch wieder auf eine 3er Höhe. Jetzt gehen wir mal auf die Rückseite. Da lassen wir an den Seiten, würde ich mal sagen, 2 Blöcke Platz, schlagen 3 Blöcke weg, 2 Blöcke da lassen, dann wieder 3 Blöcke weghauen und 2 da lassen. So, diese Fenster machen wir auch wieder auf eine 3er Höhe. Machen wir natürlich hier bei beiden. Und wenn wir das haben, gehen wir jetzt auf die Rückseite von unserer Garage und lassen, würde ich mal sagen, hier gleich auf der Seite 3 Blöcke Platz, schlagen 2 Blöcke weg und sollten noch 2 haben. So, dieses Fenster machen wir auch wieder auf eine 3er Höhe. So, jetzt haben wir unsere ganzen Fenster einmal platziert. Jetzt wollen wir sie natürlich auch nochmal bestücken.
Dabei machen wir eigentlich immer das gleiche Prinzip. Das machen wir bei allen Fenstern. Und zwar, dass wir unten unsere Steinstufen platzieren und oben unsere glatten Steinstufen. Das machen wir überall, außer bei unserem obersten Fenster hier. Da platzieren wir eigentlich nur unsere Steinstufen. Ja, und wenn wir das denn erstmal bei jedem Fenster haben, sollte es denn so aussehen. Ne? Dass wir überall oben unsere glatten Steinstufen platzieren. Oder Sandsteinstufen, mein Gott. Ja, und unten unsere Steinstufen, ne? So einfach. Außer natürlich hier oben, da setzen wir nur unsere Steinstufen unten hin. Ich komme hier schon wieder ganz durcheinander. Ja, wenn wir das denn soweit haben, beginnen wir jetzt vorne auf der Seite unsere Tür reinzubasteln. Das ist natürlich kein Fenster. Ich hoffe, da ist jetzt nicht die Steinstufe unten gesetzt, sondern da schnappen wir mal unsere geschnittenen Sandsteinstufen und wollen die unten einmal platzieren. Natürlich hier einmal in der Mitte dazwischen und dann machen wir nochmal vier ganz vorne hin. Jetzt wollen wir unsere Tür schon mal reinbasteln. Schnappt euch mal eure Akazienholzblöcke. Die wollen wir dahinter einfach mal platzieren. Die ziehen wir einfach mal komplett bis nach oben. Auch bei der Tür habe ich ganz oben dann nochmal unsere Stufen hier platziert. So, dann setzen wir natürlich unsere Holzblöcke dahin. Und dann wollen wir nochmal mit der Treppe so einen Türknauf machen. Ich empfehle euch, den mal hier auf die rechte Seite zu platzieren. Treppe rein. Und auf der Rückseite kannst du einen Türknauf aussuchen. Oder nimmst du einfach mal die polierte Stufe. Und die setzen wir einfach dahinter. Und dann hast du deinen Türknauf auch schon fertig. Zu guter Letzt holen wir uns noch ein bisschen blaues Glas raus. Dann empfehle ich dir noch schwarzen Beton, um das Ganze zu verkleiden. Und dann holen wir uns noch ein paar Steinziegelmauern raus. Mit den Steinziegelmauern beginnen wir erstmal. Das heißt, wir schnappen uns die Mauern und setzen die einfach mal hier vorne hin. Das ist so ein kleines Regenrohr, was wir uns hier einmal vorne basteln. Und fliegen dann bei unserem Häuschen auch nochmal auf die Rückseite. Und zwar auf der rechten Seite. Da platzieren wir uns auch nochmal so ein Regenrohr einfach hier in die Ecke. Passt auf völlig hier ran, dass wir das hier einfach mal anschließen können. Weiter geht es dann, dass wir jetzt erstmal reinfliegen in unser Häuschen, unsere Glasblöcke schnappen, die natürlich hier einmal wieder an unseren Stufen überall platzieren. Füllen wir natürlich hier einmal das ganze Haus aus und wenn du dann, sage ich mal, natürlich dir das nicht einrichten möchtest, nimmst du noch ein bisschen Verkleidungsmaterial. Bei mir ist es jetzt einfach mal schwarzer Beton. Und dann füllen wir einfach noch die Glasblöcke mit unserem Verkleidungs- oder Füllmaterial einfach hier noch so aus, damit das einfach schöner von außen aussieht, ne, als wenn das hohl wäre und du da einfach reingucken kannst. Ja, das füllen wir natürlich hier bei jedem Fenster einmal aus. Wenn wir dann die Fenster bestückt haben, ist das Häuschen von Jack fertig. Wir können uns dann hinstellen und unser Bauwerk betrachten. Ich hoffe, du bist immer zufrieden mit der Baufolge. Jetzt kann Jack einziehen, mit Ori noch ein paar Abenteuer erleben. Oder ein paar Kakerlaken ärgern, aber oft ist es ja auch andersrum. Naja, jedenfalls bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!